Hallo und herzlich willkommen zurück zu das Factory. So, jetzt müssen hier noch 22,2 Schmelzöfen. Die Scrap zu Dingens machen. Dingens, ne? Vor allen Dingen Dingens. Ja, zu Mann. Aluminiumbarren. Weg. Okay. So, hier kommen raus 666,666. Der muss in die andere Richtung. So, ne? So. Hm. Weg. Ja, ich habe es jetzt hier mittig rausgehen lassen, aber nein, aber sonst. So, ne? 666,666. Hm. Warum passt das jetzt schon wieder nicht? Warum ist der jetzt falsch rum? Irre. Förderbahnsplitter. Ja, hier raus. Da der Eingang ist. Das hier. Alles falsch. Schon wieder. Auf dem Enno. So ist aber richtig. Warum springe ich so weit? So. So sollte das passen. Hier kommt das raus. 666,666. Teilt sich dann nach rechts und nach. So, hier oben. Allerdings würde ich den wegmachen und einen intelligenten Splitter hinbasteln. Sind ja. Natürlich auch doof. Dann müsste man das mit dem Scrap ja auch machen. Ja. Und nicht anders gehen. Intelligenter Splitter. Genau. Okay. Und beim Scrap würde ich hier einen Fusionator hinmachen. Hier nochmal irgendwo, wo Platz ist. Hier so. Hoffentlich passt das. Dachte ich mir. Das dachte ich mir. Wohl, das passt ja noch. Na gut. So, Fusionator. Weil. Wenn ich da ein. Und mit 0,2 multipliziere. Mindestens ist das der Plan. Ne, er muss auch einen intelligenten Splitter haben. Wo? So. Das ist nicht viel, was da rauskommt. Also da kann. Das Band hin. So. Nach vorne geht Schrott. Aluminiumschrott, genau. Und hier kommt Überschuss hin. Okay. Warum habe ich das jetzt hier gemacht? Weiß ich noch nicht. Wie viel brauchen die denn da hinten? Warte. Die brauchen. Uiuiui. Das sind die 16, ne? Die brauchen 480 Aluminium Ingot.
Hier kommen 600 und so viel raus. Ne, dann mache ich doch das anders. Warte, der kommt weg. Kommt ein ganz normaler hin. So. Und dann kann ich doch, wenn ich das denn richtig hätte, so. Also hier kommen mehr als 480 raus, ne? Dann würde ich da mal einen Splitter wieder. Ja. Was haben wir denn hier? In der Linie. Würde ich. Ja. Kann ich das hier hinbauen, ne? So. Und zwar. So, ne? Oder auch nicht. Was habe ich denn heute schon wieder mit den Dingen hier? Förderbandsplitter. Hier rennen und geht in drei Richtungen raus. Kann es doch jetzt nicht sein. Dahin. Komm dann. Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 Quatsch. Das ist ja absoluter Blödsinn. Der kommt hier hin. Und zwar da. So, ne? Denn hier kommen ja die die Ingots raus, ne? Einmal 480 und einmal 186. Die zu den Aluminium Casings hin müssen. Da muss ich die jetzt da rumlegen, da hinten hin. Egal. Das muss hier so hin. Wo ist das? So, ne? Okay. Richtig. Aber hier gegenüber kommen dann die nächsten. Klappt das so? Ja, ich komme von da. Packe das Material dahin. Nee, das klappt so, glaube ich, nicht. Doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Hin und raus. Schild? Kein Draht mehr? Denn ernst. Ich hoffe, ich habe da noch Draht drinne. Natürlich nicht. Est. Hätte ich den gebraucht? Nö. Gut, dann, oder? Warte mal, ich habe doch hier. Ich kann doch Draht herstellen. Wie viel Draht brauche ich denn? Viel? Ja, mache ich mal von Hand zu Fuß. Hey, was kann denn Müll? Was kann denn Müll? Oh. Das kann denn Müll? Okay. Dann baue ich mir hier mal eine Werkbank hin. Baue mal ein bisschen Draht. Dann brauche ich da hinten hin nicht zu latschen. Wo ist der Draht? Da ist der Draht. Da kann ich mal 522. Die mache ich mal eben. Okay. Hm.
So, okidoki. Jetzt. Alternative, reiner Aluminiumbarren. Braucht nur Aluminiumschrott. Wirft raus 30. Okay. Dann kopiere ich mal die Einstellungen. Dann wären das 30 mal 10 sind 300. 130 auf einer Strecke, ne? Also 666 insgesamt, oder? Ja, 666. Leute, ich kann alles hier rausgehen lassen. Denn, ja. Vorher nur 186. Aluminium Ingot. 480 gehen dahin und bleiben 186 über. Die dahin gehen. Hahaha, Moment. Nee, dann ist ja das hier falsch. Ich müsste es nach oben rausgehen lassen, ne? Nach oben? Die 480 und die 186 wieder in die Richtung. Kann ich nicht 186 irgendwie zusammenbringen? Warte. 3, 6, 9, 180 und 6. Wenn ich hier 22% mehr einstelle, also 122, komme da raus. Sehe ich nicht. Weil das nicht genommen hat. So, kann ja nicht gehen, so. Zack. 122. Dann komm raus. 36,6. 36,6. Okay. Ich will aber nur 36 haben. Ich will, dass hier 36 rauskommen. 36. Dann haben wir 186, ne? 36. So. Dann müssen wir einen weiter oben noch auf 2% höher stellen. Und dann klappt das. Aber auch nicht den. Auf 102 Stelle. Was schon wieder nicht funktioniert, weil kein Ding da drin ist. So, 102. So, dann kommen da die 30,6 raus. Warum eigentlich? Warum eigentlich 0,6? Hä? Nee, Blödsinn. Blödsinn, Blödsinn, absoluter Blödsinn, was ich da gerechnet habe. Warte hier. Nee, da. Komm, 36 raus. Ich bei Taktrate 120%. Ja, ja, das passt. Das passt. Also die 6 zusammen daran. Ja. Fusionator. Die Richtung ist da lang. Das wären die 6, ne? Und jetzt die anderen müssen gedreht werden. So dass es in die Richtung rausgeht. Wenn ich das nur mal sehen könnte. Aber das mal aus. So. Ja. Doch. So passen. Ja.
Das wäre nämlich dann 480. So. Einmal 16. 480. Ja, passt doch. Ah, passt. Sehr gut. 30, also habe ich von denen noch genug? Ja, ja. Nein. Manchmal geht das mit dem Doppelklick richtig gut und manchmal gar nicht. Wisst ihr? Das erste hat nicht funktioniert, das zweite schon. Okay, so. So. Okay. So, und das, sagte ich, sind 186. Dreier Band macht, warte, 60, 120, 240. Ja. So, das sind die 6. Dann 180. Jemand 80er Band dahin. Dahin. Eigentlich ist es ja egal, ob das hier unten schnellere Bänder sind oder nicht. Aber ich glaube, das ist ein 480er Band. Okay. Ja. Dann fehlt hier ja nur noch der Scrap. Der dann. Ach nee, warte. Was? Den hier. Ab 120. Boom. Den da. Der kommt auf 120. Okay. Ach, 120. Mach doch jetzt. So. Der. Zack. 100. Weil hier kommt ja dann das überschüssige Scrap-Hand. Richtig? Glaube schon. Oh je. Ach, sehe es schon kommen. Das klappt hier schon wieder nicht. Dann verbinde ich doch mal. Hä? Was? Warum nicht? Da sind schon vier dran. Okay, gut, dann halt einen daneben. Mal gleich einen Abstand machen, müsste das doch irgendwie klappen. Tut es nicht. Aha, nee, tut es nicht. Das gerade? Nö, auch nicht. Das gerade? Auch nicht. Okay. Das wäre so gerade, ne? Ja. Und du dann dazwischen. Irgendwie.
Der ist da auch nicht gerade. Super. Also einen weiteren Abstand. Kürzeren Abstand. So. Oder doch so. Naja, wir werden es sehen. Passt sogar. Boah. Mäh. Na, komm. Stromkabel verbinden, Mann, Mann. Gibt's hier kein Wireless? Wireless Strom, das wäre echt gut. Oder Sif? Den. Dahin. Den. Ja, komm, auch dahin, ne? Weg. Ja. Mal ich gespannt, wann das nächste Update kommt oder wenn das Spiel komplett rauskommt. Haben wir jetzt überall Strom? Ja, hätten wir. Nur haben wir das hier noch nicht verbunden, ne? Nee, warte. Da kommen rein 60 Aluminiumschrotter. Doch, passt doch. Passt doch. Okay. So, und jetzt muss ich hier nur noch irgendwie aus der Richtung die den Schrott hinbekommen. Ich habe einen kleinen Denkfehler drin. Einer ist doch hochgetaktet, ne? Auf der anderen Seite ist doch einer auf 120% getaktet. Stimmt. Das heißt, ich bräuchte dort auch ein anderes Förderband. Helleres.
Alles klar. So. Hier passt das. Bestimmt schon längst aufgefallen. So, und hier hinten. Wo war das? Hier, ne? Geht's mal runter. Geht's da runter? Da muss ein schnelleres Band hin. Und fünf war schon richtig. 577, ja, wird eng. So. Okay, jetzt muss ich ja nur gucken. Den Schrott von da hinten hierher bekomme. So, Aluminium Casings, die kommen da raus. Und die brauche ich später noch. Ja. Yep. 360 Minuten. Boah, das ist eine Menge. So, der Schrott. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Kommt da hin. Geht oben. Rennen unten raus. Ne, umgekehrt. Mann. So, soll da hin. Unten hinein. Und oben wieder raus. War das so? Mal einmal bitte. So. So. Ach nee, was mache ich denn da? Ja, ganz genau. Das wollte ich gar nicht. So, wollte den hier hin. Aber andersrum, dass oben rausgeht, ne? Geht hier unten hinein, geht oben wieder raus. Ja, gerne das gleiche nochmal daran gepackt. Zwar, ja, runter. Das hier oben anschließen. Ja, kann ich. So. Hallo. So, Odele. Hier so lang. Ach, Mann. Einmal zu viel geruckelt. Schrott. Geht da hin. Da kommen die 186. Und die 480 gehen dahin. Hier passiert nichts. Geht hier nichts. Keine Rezepte eingestellt. Warte mal. Aluminiumbarren 30. Oha. Ja, hätte ich mal verbinden sollen.
Wäre eine Maßnahme. Hier kommen raus Aluminiumplatten. So, Aluminiumplatten. Brauche ich die sonst noch irgendwo? Muss ich gucken. Warte. Aluminium Casings? Nee, Aluminium Casings brauche ich. 60 gehen ins Lager und 60 brauche ich für die Radiokontrolleinheiten. Okay, 60 gehen ins Lager und... Junge, 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 Junge. Aluminium Sheets 480. Das kann so nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. MK4 schon mal gar nicht. K5, muss alles MK5 sein. Mhm. Ja, denn das ist MK5. Muss ich das alles bis nach hinten mit MK5 machen? Ach man. Eigentlich wollte ich heute noch mehr machen. Jetzt nur das hier. Nein. Gar nicht gut. So. Okay. Das ist schon 5, das wird noch 5. 5. 5. Wird wohl nicht reichen, ne? Stopp. Nee, das reicht nicht. Okay, dann jetzt ab nach Hause. Aluminiumplatten holen. Hier drin sind. Und zwar genau hier. 200, 400, 600. Warum habe ich eigentlich so viele Miner dabei? Brauche ich doch nun wirklich nicht, ne? Zack. So, und was fehlte mir hinten noch? Draht. Habe ich jetzt aber genug. 406. Brauche ich nicht. So. Muss mir das hier unten angucken. So, hier kommt es an. Fünf. Fünf. Ist überall schon 5, ne? Hier habe ich überall 5 eingestellt. Ja, okay. Dann nur noch mal ein bisschen zurück. Warte. Was soll das denn jetzt?
mache das von hier oben. Die Kurven nicht vergessen. Wird das nix. Okay. Darf sich hier nicht stauen. Okay. Staut sich das noch? Naja, es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Schaffe ich dann noch bis zur Leiter. Autosave beim Fliegen. Nie gut. Nie gut. Hier ruckelt es doch schon wieder. Um. Da unten läuft das flüssig. Okay. Wie sieht es hier aus? Hier ruckelt es. Da hinten kommen noch viel zu viel da. Ja. Dingens. Ja, ist Quarzsand an. Okay, wir verbrauchen. Ne, eigentlich nicht, ne? Wir verbrauchen hier. Da werden 360, glaube ich, hergestellt, ne? 360. Nicht alles täuscht. Ne? Aluminiumgehäuse. Brauche ich 360. Und denn hier 360 im Bad. 3, 6, 9, 12. Und Konstruktoren. Ne, warte. 6, 12, also 6, 12 und 12. 24. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Und 60 gehen ins Lager. So, alles klar. Gut, stimmt. 6 mal 6 sind 36 und hier 2 mal 30. Okay. 60 gehen ins Lager. Bedeutet. Wir müssen dann hier nochmal abzweigen. Da. Kann ich da hier machen, oder? 160. Das sieht irgendwie kacke aus. Hier näher ran. Mann. Wie ist das denn? Muss hier näher ran. So, ein Fusionator kommt jetzt hier hin. Nee, Splitter. Nee, ein Fusionator. Dahinter ein Splitter. Okay. Richtig, dahinter muss ein Splitter. Dahin. Hierhin. Und?
Ah, es geht. Es geht, es geht, es geht. Okay. Hier muss ein Splitter dazwischen. Okay, und geht in... Ja, darin. Richtung raus, aber nicht richtig. Wand dazwischen. Ja. MK3 oder MK4? 360. MK4, ne? Okay, dann mache ich das so. Geht da raus. Wird dann halt hier weiterverarbeitet. Was soll's? Zwar. Und oben geht's hinein und unten geht's raus. Das ist richtig. Okay. Kann ich das so machen? Glaube nicht, oder? Nee. Die geht nicht. Okay. So und so. Alles klar. Falsch rum. Das ist nämlich nicht hier mittig. Was ist das jetzt mittig? Okay. Ach, nein, bitte nicht. Den Splitter hingebaut, ne? Ist das okay? Eigentlich schon, ne? Wenn 60 ins Lager gehen, wie wäre es, wenn ich zwischen das Band wegnehme? Ich mache hier ein Dreierband hin. Dann gehen 60 ins Lager. Und der Rest... geht der denn jetzt hin? Müsste sich doch hier irgendwie sammeln. Eben kein 360 rauskommt. Viel zu wenig. Ich werde den Quarz dann hinten... Den muss ich wohl reduzieren. Also, geht ja gar nicht anders. Okay, auf jeden Fall brauchen wir hier jetzt noch 9 Manufaktoren. Die ich hier irgendwo hinstelle. Das muss ja auch noch mit auf das Band. Eieieiei. 9 Manufaktoren. Wo sind sie? Da. Und dann mache ich das von oben, das von unten. Okay. Kann ich eine Reihe bauen. Ich glaube, dann habe ich es einfacher. So, 9 Manufaktoren. Mal gucken, wie viel kriegen wir hier hin? Falsch. Wo? Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Fehlt mir Kabel. Nicht dein Ernst. 7, 8, 9. Es fehlen 100 Kabel. Kabel, 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 Kabel. Man kann nicht bauen. 103. Dann mach mal. So. Ich hab mal Strom noch schnell verlegt, weil... Ja, dann kann ich nämlich hier fliegen und geht das Ganze ein bisschen besser von der Hand. Immer der erste Eingang. Da hätte ich gerne die Casings drin. Der ist natürlich jetzt falsch. Weil ich nicht aufgepasst habe. So, immer der erste Eingang. So. Manchmal schnippt das hier aber auch extrem komisch.
Ist bestimmt nur bei mir so. Hm? Alles klar. So. Okay, hier sind noch gar keine Rezepte eingestellt. So, hier sollen rauskommen Radio-Kontrolleinheiten. Radio-Control-Units. Funksteuereinheiten. Nein, nein, nein. Radio. Was sind sie denn? Radio? Was denn? Funksteuereinheit. So, ja, natürlich Funksteuereinheit. Funk. Nee. Das hier, ne? Genau. So, kann ich nämlich hier gucken. Wie viele braucht der? 40 Gehäuse. Okay, dann reicht ja unser Dreierband. Und 360, dann würde das bedeuten, ein. Nee, 480, ich weiß schon, nur 360 gibt's halt nicht, ne? So. Was war jetzt doof, was ich hier mache? Ich kriege ja jetzt hier keine Blätter mehr hin, oder? Wenn ich die jetzt noch hier. Aber doch, könnte ich sogar, ne? Nee, geht nicht. Weil das Band in die verkehrte Richtung zeigt. Okay. Bedeutet, ich muss die erst ausrichten. Und zwar andersrum. Ich hätte es gerne andersrum. Hallo, Autosave, ich hätte es gerne andersrum. Mich kommt eben nicht jetzt von oben, ne? Genau. Da müssen nämlich jetzt die Computer und die Quarzoszillatoren hin. Ja. Richtig rum? Ja. Das wird jetzt nochmal so ein Ding, ne? Hier die, die Lifte einzustellen. Na, viel Platz ist hier nicht, aber. So, zack. Zack, und hier muss noch einer. Oben hin und zwar in die Richtung. Genau. Warte. Nee. So. Ist er jetzt richtig rum? Den dahin packen? Ja. Richtig.
Der kann sich einfach nicht, was ist das denn? Zack, 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 zack. Zack. Was fehlt jetzt? Schon wieder Kabel? Ach. Nicht nochmal. Werkbank. Viele Kabel? Kabel. 72 kann ich machen. Wie viel Draht habe ich? Ich mach mal nur ein paar. Vielleicht die Hälfte. Okay, reicht. Reicht, sagte ich. Okay. Hätte aber... Hätte ja mal ganz einfach die darunter liegenden wegmachen können. Dann hätte es auch funktioniert, ne? Hier die. Vier. 5, 6, 7, 8 und 9. Okay. Wo ich denn da? Das kann ja so gar nicht funktionieren. Was mach ich denn da? Ach man, ja natürlich nicht. Das kann so nicht funktionieren. Der muss dahin und der muss dahin. Naja. Wir müssen ja eins höher. Gut, dass ich das frühzeitig gemerkt habe. Nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Mach's lieber einzeln weg, sonst mach ich's doch dreimal. Okay, ich mach das mal eben. Soweit, so gut. Alle Bänder verbunden. Jetzt müsste ich ja das irgendwie so hinbekommen. Das würde ja noch gehen. Nee, ich muss. Ja, muss erstmal runter. So, okay. Muss von hier runter. Das geht so nicht. Leute, ich brauche hier nochmal so ein Stempel, wo ich nochmal austesten muss, wie das funktioniert. Da vielleicht? Nee, von unten? Auch nicht. Dicht daran, weiter weg. Nee. Hallo, ich brauche so einen Stempel. 4. Da war ich, ne? Ich mache jetzt einen weiter hinten. 2 weiter hinten. Ich probiere das jetzt einzeln aus. Oh, zack. Ach, das geht. Ja. Ja, wenn die Richtung stimmt, geht das auch, ne? So. Dann nehme ich mir jetzt von da hinten. Die Funksteuereinheiten. Oder was sind das? Ne, das ist ein Computer. Und pack die mal in die Richtung.
Okay. Ach nee, jetzt ist hier der Pfosten im Weg, oder? Ach Mann. Komm, bitte, bitte, bitte. Ach, dann eben nicht. So, ne? Ja, kommen die Computer. Was fehlt? Nichts fehlt. Ist nur zu lang. Er ist genau mittig drauf. Ach, Menno. Ja, dann. Mach ich's mal so. Mich dann vorbei. Ja, aber gerade eben so, ne? Okay, du kommst hier so hin, geht unten hinein und oben raus, ne? Wie hoch? Ja, so, ne? Oder? Warte. Das wäre das erste, dann ist das das zweite. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob es funktioniert. Sollte es eigentlich. So, und jetzt brauche ich doch nur noch Fusionatoren. Die das Ganze hier hinten einsammeln. Und nach unten rauswerfen. Und ich sollte vielleicht am Band Funksteuereinheiten auch einstellen. Kommen ja nicht viel raus, oder? Nee. Kommen sie nicht. Okay, dann wäre die Fabrik auch fertig. Ja, ich habe hier gleich die Funksteuereinheiten mit fabriziert, weil die brauche ich ja, glaube ich, im nächsten Arbeitsgang. Also Richtung Drohnen und so geht. Kein Plan habe, wie das funktioniert. Aber wir werden es dann zusammen rausfinden müssen. Vielleicht wäre es ja noch ganz gut, wenn man hier so ein an die Dinger hier hin bastelt. Okay. Zum Beispiel ein. Das hätte Sinn gemacht, ne? Okay. Komm. Komm. Glück gehabt, dass das hier passt. Normalerweise passt das ja bei mir nie. Ne? Okay. Ach, Autosave. Ja, komm, komm, komm. Will ich heute noch fertig bekommen. Dahin. Dahin.
Wieder okay. Und. Okay. Fühlt sich hier was? Quarzoszillatoren sollten langsam angedrudelt kommen. Okidoki. So, Funksteuereinheiten. Noch keine rausgekommen. Und ich. 2,5 die Minute. Das ist auch nicht die Welt, ne? So, und das müsste jetzt hier nochmal aufs Band. Sprich, wenn ich vielleicht... Oh Mann, ich mich erschrocken. Ich mach hier noch einen Fusionator hin. Sprich, den da. Hier hin. Wo ist das Ding? Hier ist es mittig und hier ist es da mittig, ne? Okay. Also so hin. So. Dahin. Okay. So, und hier kommt's hier raus. 1, 2. Und. Zu kurz. Ja gut, dann geht das Ding bis am Pfosten. Dann dahin. Okay. Nehmen wir ein paar raus. So. Einige drin. Okay. So, dann geht's. Aber so nicht. So vielleicht. Ist die schnellere Variante, wie mit dem Kleider-Dingsbums. Genau. War so nicht gewollt. Ist trotzdem eine schnellere Variante. So, Funksteuereinheiten. Das wäre dann... 1, 2, 3, die Nummer 4. Sprich hier. Die Nummer 4. Vier, sprich hier. Also da. Funksteuereinheiten. Und zwar nach links. Funksteuereinheit. Rechts kommt. Ne, Mitte kommt alles Unbestimmte und rechts kommt Überschuss. Ja. Einstellung kopieren. Und. Nur noch da unten einfügen. Ne? Funksteuereinheit, alles unbestimmte Überschuss. Okay. Okidoki. Und dann werfe ich die jetzt mal hier hin. Damit man das auch sehen kann. Wo sind sie? Funksteuereinheiten. Meine Funksteuereinheiten nennen. Hallo? Ach da. Okay. Gut sehen sie aus. Ich habe mir die ja noch nie angeguckt. Warte mal. Moment. Wenn ich die rauswerfe, wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Da. Kann man sich die doch angucken. Oh. Sieht aus wie eine Funksteuereinheit. Das hätte ich mal bei den anderen Sachen auch machen sollen. Also hier, dann kann man sich die auch an. Obwohl, wenn sie da rausgucken, dann kann man sich doch
wollte denn hier rennen? Hab ich zwei über? Oh. Ja, okay. Supercomputer. Mann, Mann, Mann. Sieht aus wie eine Kiste auf dem Computer. Okay, wie viele waren hier drin? 11. Gespannt, ob hier was ankommt. Sollten sie gleich irgendwann. Ich glaube, da waren sie schon, oder? Nee, Casings? Das ist aber auch ein ewig langer Weg. Casings. Doch läuft das hier mit dem Quarzsand? Ist ja irre. Wo bleiben meine Funksteuereinheiten? Ich sehe keine. Und ich bin blind. Vielleicht stelle ich mich mal so hin. Obwohl. Wenn ich hier so runter gucke, sehe ich das bestimmt nicht. Holla. Mach schon. Das Band ist doch 780er Band. Da müsste doch was ankommen, obwohl. Warum ist ein 60er Band verbaut, ne? Ja. Das werde ich jetzt gleich ändern. Komm ich hier hoch. Ja, komm ich. So, komm, 5er Band hin. So. Jetzt kommen die gleich hier rausgeschossen. Oder auch nicht. Kommt nämlich nichts an. Läuft mit 25%, weil keine Aluminiumgehäuse ankommen. So, die stauen sich dort da. Es kommen keine Aluminiumgehäuse an. Das checke ich jetzt nicht. Okay. Nu? 29, 30, 31, 32, ja, jetzt schon. Harz-Oszillatoren kommen auch sehr, sehr, sehr langsam an. Aber da brauche ich doch... Oh, warte, 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 das hätte ich vielleicht... Nee, Quarz-Oszillatoren brauche ich... 11,25, also wenn da ein 60er Band nicht reicht, dann weiß ich das auch nicht. Guck mal hier, hier geht's auch nicht weiter, ne? Keine Aluminiumgehäuse. Aha. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Ja, warum denn nicht? War hier vielleicht andere? Das sind doch Aluminiumgehäuse drauf. Das muss man nicht verstehen. Bei den Hintern hat es irgendwie funktioniert. Bei den Hintern. Bei den Hinteren. Okay. Ja dann. Reingucken. 13, 14, ja. 25, ja. Gut. Irgendwas ist wieder schief gelaufen. Ja, da hinten lange warten können. Nein.
Ist voll? Nee. Aber es kommt schon wieder nichts. Aber warum denn? Steht das hier wieder überall? Nö. Nur da. Jetzt kommt nichts mehr. 14%. Ich mach dich mal. Also nicht voll. Das auch vielleicht gleich. Das sollte ich mal. War das schwierig, den da dran zu bauen? Den hier wegmachen? Komm ich nicht mehr zwischen, ne? Warum nicht? Doch. Komm zu. Ich das erstmal volllaufen. Lift MK4, ja, sollte reichen. Hier, hier komm raus. 30. 60. Hier jeweils immer 60. Ach so, warte mal. Aluminiumbarren fehlen? Fehlen hier Aluminiumbarren? Hallo? Ja, nicht richtig. Irgendwas. Elsch? Hier fehlt. Quarzsand. Kann auch nicht sein. Kann doch nicht wahr sein. Quarzsand. Niemals. Was sind die Dinger hier? Was ist das? Hier kommt schon mal kein Quarzsand. Schon. Kommt's hier sonst noch irgendwo? Da mache ich mir echt Gedanken. Ne, wenn der mit 0% läuft, der hat keinen Bauxit. Er hat keinen Bauxit, weil hier irgendwie kein Bauxit ankommt. Nee, nicht dein Ernst, oder? Ach Mann. Ich kann ja nicht. Oder? Tja. So bedingt eins das andere, ne? Die Kohle läuft. So, jetzt sollten die langsam anfangen, auf 100% zu gehen, ne? Quarzsande. Wasser ist drin. Kommt noch Bauxit dazu. Ja. Ich noch Bauxit im Inventar? Nee, habe ich nicht. Man kann dahin. Okay. Aluminiumbarren werden hier und da gemacht. Ne? Überall. Handy gemacht. Zum Beispiel hier. Aluminiumbarren. Dahin. Nee, das muss ich jetzt. Im Auge behalten, sag ich mal so, ne? Okay. So, ich hab hier dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Hier. Stopp dort. Hier läuft aber mit 100%. Sie. Da. 2, 3, 4. Okay, das stimmt nämlich sogar, glaube ich. Weil das eine Band waren ja nur. Also das untere Band. Ja, das waren weniger als das obere Band. Ja. Ich glaube, ich erinnere mich. Geht's da hoch? Geht's da hoch? Geht's da hoch? Okay. Der läuft mit 100%. Gut.
nichts. Da! Läuft mir 62%, weil Oxid gefehlt hat. Immer noch fehlt. 120 Oxid die Minute. Da hinten, da schwuppert. Da schwuppert das. Ja, so richtig noch nicht, ne? Der gleich voll ist. Sollte das funktionieren, oder? Der ist voll. Der ist voll. Da müsste der voll werden. Gut, aber nicht. Und der ist recht nicht. Okay, wir sitzen jetzt hier hinten. Da läuft das doch. Wie geschmiert, ne? Ruckelt kein bisschen. Das stockt nicht. So. 62%. Bauxit voll. Wasser voll. Quarz und Aluoxid geht raus. Taktrate 10%. Wer hätte das gedacht, dass es dann so ist? 10%. 10%? Ja. Dann müssten jetzt noch kommen 5 Male. Hat der 10%. Moment mal, Moment mal. Das ist richtig? Ich glaube nämlich, der hier muss auf 10% gestellt werden. Ich stelle den mal auf 10%. So. Und dafür den wieder auf 100. Zack. Voll. Voll? Läuft mit 0%. Untätig. Untätig? Warum? Der Quarzsand geht nicht raus. Ach Mann. Der Quarzsand geht nicht. Das ist natürlich... Warum sollte der denn nicht rausgehen? Nee, das Ding. Geht auch hier der Quarzsand drauf. Dann ich eben geguckt. Okay. 31%, weil kein Bauxit ankommt. Oben. Ah, jetzt langsam mau. Geht doch auch. Ist doch hier. Warte mal. Doch nicht. Ihren Ernst. Wir waren 408. Ja, Band einfach mal dran. Kann ja nicht funktionieren. Okay. Ja, dann stimmt das ja vielleicht doch mit den... war der hier? Welcher war denn jetzt auf 10%? Der war auf 100. Und der war auf 10%. Mach ich den nochmal auf 100. Und den nochmal auf 10. So, der auf 100, der auf 10. Jetzt sollte aber doch hier Bauxit ankommen. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Na 20. Wird das hier nicht voll? Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht irgendwo ein falsches Band dran. Bei dir aus. Ist auch zu wenig drin. Also hier scheint das gut zu laufen, oder? Stoppt sogar.
Ey, nur da nicht? Warte. Wieso? Mache ich jetzt bis hinten hin und dann gucke ich mir mal an. Ja, guck, hier ist alles MK5, ne? Lift MK5. Ja. Doch alles MK5. Warum habe ich die denn nicht auf MK5 gemacht? Unfassbar. So, jetzt müsste das doch laufen, oder? Oh, es stockt. Wenn es stockt, ist es gut. Nee, ist es nicht. Noch so ein Scheiß drin? Nö. Wir werden das jetzt gleich sehen. Jetzt stoppt es nicht mehr. Okay. Also. Voll. 23, 24, 25, 26. Das wird jetzt auch langsam voll. Ist bei 78%. 31, 32, 33. Okay. 49%. Sollte gehen, ne? Das noch nicht mit den 10% und mit den 100%. Ach so, stimmt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und ja, 11,1. Ja, das wird so gehen jetzt. Hier ist voll. Hier ist voll. Hier ist noch nicht voll. Das war bei 25. Jo, der sollte gleich auf 100% schwenken. Der hier. Ja, auch. Das sollte jetzt gleich funktionieren. Hinten müsste alles auf 100% sein. Wegen Wasser? Wasser. Hier aus mit Wasser? Voll. Mit Wasser? Auch nicht voll, ne? Das vielleicht. Natürlich, das ist zu weit weg, ne? Ach ja, okay. Okay, da kommen 360 an. Ich müsste das mehr in die Mitte setzen und mehr dahin. Warte. 1, 2, 3, 4, 6 und 6. Also würde ich das mal hier hinsetzen wollen. Okay. So. So. Ne, von oben nach unten sieht, glaube ich, besser aus, ne?
Santo und Vertigo. Sieht auch besser aus. Okay. So, und jetzt sollte das mit dem Wasser, glaube ich, besser klappen. Aha. Noch nicht so ganz. So, was haben wir denn hier hinten? Der versorgt 1, 2, 3, 4, ne? Wie viel Power denn? Wasser 120, ne? 180. Okay. Plus das macht er 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, dann. Hier. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist auch nicht genug Wasser drin. Ja, nur im Wasser liegen, ne? Ach, Mann. Ja, das liegt am Wasser. Und hier, das ist voll. Der ist voll mit Wasser, ne? Der nicht. Obwohl hier ist die Leitung dran. Das kapiere ich nicht. Der ist voll. Der auch wiederum nicht. Der nicht. Blöde Wasser, ey. Hier zu viel Wasser an. Eigentlich ja, ne? Ich gucke mir das beim nächsten Mal an. Für heute ist mal wieder Ende. Och, anderthalb Stunde, ja, okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch gut und tschüss.